Deutschlandfunk. Ich begrüße Sie zu den Mathe- und Nachrichten im Deutschlandfunk. Berlin. Die 10. Auflage des Mathe-Kalenders beginnt am 1. Dezember. Mehr als 13.000 Menschen aller Altersklassen haben letztes Jahr mitgemacht. Bitte entschuldigen Sie, mich erreicht eine Eilmeldung. Drastischer Anstieg an Bewohnern auf der Erde. Die Rentiere des Weihnachtsmanns fordern mehr Platz. Wir schalten nun direkt zu meiner Kollegin. Dies sind die Rentiere im Zoologischen Garten Berlin. Im Frühjahr diesen Jahres gab es gleich doppelten Nachwuchs. Wenn die Rentiere sprechen könnten und gut in Mathematik wären, würden sie ihr Gehege vielleicht neu aufteilen. Wir hoffen nun auf die Unterstützung der Teilnehmer des digitalen Adventskalenders, diese Aufgabe zu meistern. Vielen Dank. Nun zu den weiteren Nachrichten. Arktis. Anhaltende Schwierigkeiten beim Bau des Flughafens am Nordpol. Das Problem mit den Landebahnen für die Schlitten vom Typ S380 ist noch nicht gelöst. Eröffnungstermin unklar. Wir schalten hierzu ins Planungsbüro. Das ist der Chefplaner des Flughafens Eisbär. Scheinbar ist er total vertieft. Schauen wir mal, was er macht. Ich glaube, wir brauchen die Mithilfe der Teilnehmer des Mathe-Kalenders, sonst wird es nichts. Zurück ins Studio. Altbewährtes setzt sich durch. Nicht nur Kekse haben eine lange Tradition, inzwischen auch der Mathe-Kalender. Unsere Reporterin ist deswegen zu einem der ältesten Backöfen Berlins gefahren. In der alten Bäckerei in Pankow wird seit mehr als 100 Jahren gebacken. Arbeitsabläufe haben sich bewährt. Dass dies nicht immer so ist und Mathematik auch hier helfen kann, erfahren Sie in einer der Aufgaben des digitalen Adventskalenders. Helfen Sie den Bäckern dort, damit der Nachschub an Zimtstangen nicht versiegt. Jetzt anmelden, dann öffnen sich für alle Altersgruppen alle Türchen mit 24 mal garantiert kalorienfreien Leckerbissen fürs Hirn. Und unter dradio.de/Mathekalender jeden Adventssonntag ein Extratürchen mit von Matheon und Deutschlandfunk ausgedachten Mathe-Leckerbissen. Danach gibt's vom Deutschlandfunk mit etwas Glück Hightech-Leckerbissen für die Ohren zu gewinnen. DAB plus Digitalradios. Mitmachen jetzt beim dradio.de Mathekalender.